Moin Leute und willkommen zurück bei Lego Jurassic World. Ja, wir müssen uns ja hier aus der Velociraptor-Küche begeben. Wie wir das auch immer anstellen, das weiß ich nicht. Zumindest noch nicht. Aber ich hoffe, das werden wir jetzt bald erfahren. So. Jetzt hier hin. So. Dann schieb das mal weg hier. Peach, Peach. Oh. Der hat da was gerochen oder gesehen oder wie auch immer. Okay, war nur die andere Schüssel. Bei ihm. Große Charaktere sind stark genug, um kleinen Charakteren hochhelfen zu können. Okay. So, dann schleich mal hier. Oh. So. Oh oh. Was macht er jetzt? Er ist jetzt da. Okay. Okay, hier kommen wir raus. Jetzt können wir gebrochen. Und weiter kommen wir nicht. Scheint. Der Junge kann auch nicht springen. Ja gut, könnte auch daran liegen, dass er gerade sich vor Raptoren verstecken soll. Geh doch mal lieber wieder weg. Oh, da ist er schon. Okay. So, springen? Nein, die können auch nicht springen. Dann müssen wir jetzt wohl leider schon gehen. Den wir das Ding abgeworfen haben. Du bist nicht Typ. So, aber ich will ganz gerne nochmal alles abgucken hier, weil Velociraptor-Pfeil, DNA und so. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Und hier gegen Körper ist auch nichts. Ne, da bekommen wir nichts. So. Dann machen wir die Tür auf. Das ist jetzt die Gefrierkammer oder was? Das ist wirklich ganz klasse. Zusammenbauen. Und zwar. Was ist das? Riesige Eiscreme? Oh, okay. Also den ersten hätten sie jetzt. Oh oh. Der schmeißt doch jetzt 100% die Koffer raus. Und guckt nochmal. Los!
Ja, geil, genau. Ich hoffe, das ist einfach so dran vorbei. Jetzt brauche ich da so ein Ding hin. Was soll das überhaupt? Alles klar. Er ist hier drin. Zum Kontrollraum. Haben wir Hilfe rufen? Wir müssen erst das System neu starten. Aktivieren die Türschlösser! Alligator und aktivieren die Türschlösser! Das schaffst du doch niemals allein! Ach, du Schande. Wir müssen die Türschlösser aktivieren. Sehr interessant. Oh. Ich will nicht den Speicherpunkt kaputt machen. Speichern und fortfahren. Ganz schön ein großer Pizzakonsum hier. Wirklich sehr interessant. Oh, kaputt. Kaputt geht's wohl nicht. Also möglichst alles kaputt haben, was geht. Und dann sind wir wahre Überlebende. Mach alles kaputt, Junge. Und hört man noch so ein bisschen die Raptoren da. Aber die interessieren uns ja nicht, ne? Die können uns ja wohl sein. Guck mal sich ja die anderen. Mach alles kaputt. Nochmal kaputt machen hier. Alles ist gar kein Problem. So. Was können wir denn noch so alles kaputt machen? Wir haben ja Zeit, ne? Wir haben ja Zeit. Weiter geht's noch nicht. Jawohl. Aber wozu sind es dann als Legosteine, die hier rumliegen? Das ist für uns auch passend. Yay, der Strom ist wieder da. Mich dir einen guten Rat geben. Nur Hacker können Computerterminals verwenden. Alles klar, Leute. Okay. Mach schon, Lex! Das bedeutet jetzt was? Aha. Pinseln. Oh, jetzt hat er noch einen Typ. Ach, das war der Typ, der da die komischen Eier da kaufen wollte oder nicht. Wir haben ja
Was es jetzt gebracht hat, weiß ich auch noch nicht so genau, aber... Das macht ja nichts. So, da geht jetzt was kaputt. Da können wir wieder mit dem Timmy durchkriechen. So, Timmy. Könnte aus dem Tausender nicht haben. So. Hey, was? Wer müssen wir dafür sein? Was ist dafür ein Gegenstand? Okay. Da ist ein Mini-Kitty, will das haben. Aber wir sind nicht komischer Typ. Da brauchen wir unsere Nachtsicht. Okay, das ist der komische Stab, den wir brauchen. Eine Sicherung, glaube ich. So. Aber wir wollen ja hier alles erforschen. So, da kommen wir wahrscheinlich wieder nicht ran. Nein. Da müssen wir wieder sie für sein. Und weiter als bis hier kommen wir auch nicht. Schade. Hätte sein können, dass da irgendwas Wichtiges ist. Zum Beispiel DNA oder was. Die Kabel hier eigentlich alle nicht isoliert oder was geht bei denen? Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Das sind alle Dateien des gesamten Parks. Es zeigt einem alles an. Ich muss nur die richtige Datei finden. Alles klar. Ich glaube, ich hab's. Es müsste die richtige Datei sein. Nein, Fehlanzeige. Das ist, glaube ich, immer in der richtigen Reihenfolge dann. Was funktioniert? Die Telefone, Sicherheitssysteme, eigentlich alles, was sie wollen. Was sind wir dem Jungen los? Okay, nicht mehr viel. Grant? Mr. Hammond, die Telefone funktionieren. Geht es den Kindern gut? Großvater! Rufen Sie das Festland an. Die sollen sofort die Hubschrauber hier schicken. Guck mal, was ist denn da? Er kommt durch die Scheibe! Oh oh. Ja, komm. Bau zusammen. Schneller. Boah, das Viech durchkommt. Los! Bewegung! Okay, ich bin zwar mit dem Jungen dran gesprungen, aber ich nicht. Wo kommt das Schwein jetzt her? Sind jetzt? When the Dinos rule the Earth. Ja. Speichern und fortfahren, bitte. Dazu muss ich der Junge sein. Jawohl. Schneid durch das Ding.
Oh, jetzt wird's. Yay. So. Das war aber der Timer. Das bedeutet, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich schlottere schon vor Angst. Nicht. Aber die lieben Charaktere tun es. Also sehen wir uns beim nächsten Mal in einer angstvollen Folge wieder. Also, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.